Einen wunderbaren Abend haben wir heute hier zu ganz am Schlagertempel mit den Schuppo Ski Stars, Ski Nachwuchs, aber eben auch mit Eve Wintershom, Maria Zurbrücken, Sängerin von Wintershom. Wie geht es so vor dem Auftritt? Ja, gut. Also vor dem Auftritt allgemein sind wir immer ein bisschen angespannt, ein bisschen nervös. Aber sobald wir vorbei nach Bühne stehen, bin ich natürlich immer ein grosses Erlebnis. Und vor allem dieses Jahr, dass hier eben das Kivale, wo man noch mehr Leute kennt und auch früher Ski gefahren ist, ist das noch sehr speziell. Und wir freuen uns sehr, ja. Ihr habt schon zu Zermatt gespielt, ihr habt in der ganzen Schweiz gespielt. Heute vor dem Papa, vor der Mama, vor dem Brüder, vor vielen, vielen Skifahrern ein bisschen mehr nervös. Nein, das kann ich nicht einmal sagen. Es ist eigentlich überhaupt nicht nervöser und vor allem vor den Eltern und Familie haben wir schon viel mal gespielt. Das ist eigentlich gar nicht so das Problem und nein, es macht umso mehr Freude eigentlich, wenn man die Leute kennt. Ja. Die wollen mal zu eurer Geschichte reden. Ihr habt jetzt gerade einen EP schon äusser gegeben mit 3-4 Liedern. Jetzt geht es dann weiter mit einem Album und dass die dann nicht hier in der Nähe aufnehmen. Erzähl mal. Ja, das ist eigentlich etwas ganz Grosses, was auf uns zukommt. Also wir haben durch unser Management, das Kontakt hat zu Amerika, zu Produzenten von Amerika. Und da haben wir die grosse Chance bekommen, auf Seattle zum Ryan Hadlock, das ist ein bekannter Produzent, das Album aufnehmen. Und ja, es wird spannend. Im September gehen wir da rüber, alle zusammen für einen Monat, das aufnehmen. Und es hat natürlich auch einen Preis. Also das ist auch noch so eine Sache. Darum probieren wir im Sommer so viel wie möglich Konzerte zu spielen. Und starten auch das Crowdfunding, wo wir den Hit und dem Event euch präsentieren. Und starten, dass wir ein bisschen, ja, vielleicht nicht noch ein paar Leute unterstützen. Und ja, es ist, ist etwas Grosses, was ich erwartet, aber wirklich frei, wenn es riesig, ja. Du hast gesagt, alle zusammen. Der Elia Zurbrücken, der hier heute euch mit seinem Mittelpunkt steht als Skifahrer, darf er wirklich oder kann er mitkommen? Kann er sich das leisten? Nein, da habe ich tatsächlich etwas falsch gesagt. Also wir sind, der Elia, dem wird es nicht möglich sein, weil der kann jetzt in der Weltcup-Gruppe dabei sein und dann wird es für ihn natürlich nicht einfach mitkommen. Also wird er nicht mitkommen, aber wir haben natürlich so einen Ersatzpassspieler organisiert, der für ihn noch die Parts spielt. Und er probiert im Winter einfach so viel wie möglich für ihn da zu sein. Und wenn er da ist, spielt er. Wenn er nicht da ist, haben wir den Ersatzbassist bei uns. Und ja, das wird schon funktionieren. Also das haben wir eigentlich alles schon organisiert. Das geht schon. Noch als letzte Frage. Der Mat wohnt euch die Frieda von Abba. Kann ich dir sagen, die haben schon Tipps gegeben. Was für Tipps hat sie euch gegeben? Ja, das ist jetzt zwar schon länger her, wo wir sie gesehen haben, aber wenn sie da ist, siehst du noch recht. Also, sie ist wirklich ehrlich gewesen, hat gesagt, was ist und was auf uns zukommt, dass es etwas Grosses ist, das Musikbusiness. Aber sie hat sicher gute Tipps gegeben, positive wie auch negative, was wir brauchen. Und ja, wir nehmen viel mit von der Frieda, sicher, ja. In dem Sinne geben wir die Butze heute, aber auch weiterhin toi toi. Super, danke vielmals, danke schön.